1990. Okay, ich bin wach. Höre dieses Lied, Alter. Oh, das sieht nicht gut aus mit dem Teamspeak heute. Hey, 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 hey. Natürlich höre ich sowas nicht, Bruder. Das habe ich angemacht, um wach zu werden. Hier geht gerade Guinea. Und QS, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub und herzlich willkommen. Dankeschön. Alle werfen, keiner fängt. Let's go. Alle kauen, keiner isst. Eieieiei, das kann heute was werden. Das sag ich euch aber. Ja. Wenn müde, dann einfach Dodgeball fahren. Nee, so müde bin ich nicht. Das passt schon. Notfallplan mit WoW. Auf gar keinen Fall. Oh. Naja, Sie machst du ab 15, kannst du schon. Dead Mines und Verlies. Hallo, Teamspeak. Ja, müssen wir kurz warten. Oh Mann. Oh. Geht doch, muss man nur rumholen.
Ja, ja, heute gehört das, heute machen wir miese Schilding. Hallo? Hallo? Nee, du kannst schon mit 15 im Verlies dich boosten lassen, haben wir heute auch gemacht. Hallo? 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 Wow, was für ein super Tag heute. Könnte nicht besser laufen. Super geil. Boah. Mila? Mila? Oh mein Gott. Hallo? 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 Erstmal miese Kaugummi-Zigarette flippen. Bisschen alten Tobi smoken. Hallo? Hallo? Ich hasse mein Leben so sehr, Alter. Ich habe mich, glaube ich, vor 5 Minuten gemutet im Teamspeak. Ich bin immer noch gemutet. Ja, ja, irgendwelche Attacken wieder. Nee, nee. Ich bin aus dem Teamspeak geflogen, Alter. Bruder, warum? Der ganze Ingame-Channel ist weg. Ja, ja, das liegt am Teamspeak, das liegt nicht an mir. Ich guck mal beim Teil rein, der ist so live, ne? Läuft so, dass man theoretisch dann wie nur kann, noch guckt, oh, da dabei, den füge ich zu. Bruder, der Ingame-Channel ist weg. Mit wem redet der da? Hallo? Ja, ich hab Meta gemacht jetzt. Ich bin da hingegangen und habe jetzt Informationen aus dem Stream im EP verwendet.
Ja, ich hoffe, euch gefällt das RP. Ich bin sehr zufrieden bisher mit unserem Kreis RP. Da könnten wir eigentlich mal wieder ein bisschen hier Musik anmachen. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, man kann Arme nur, hau rein. Oh Mann. Bin schon wieder aus dem Teamspeak geflogen, ne? Ah, no shit, Sherlock. Nee, kein WoW heute. Oh mein Gott. Jetzt ist der Teamspeak komplett weg. Jetzt ist er wieder da mit einem Channel. Wuhu! Oh, und der Server ist weg. Hau rein. Bye. Have a beautiful time. Nein! Why you have to be mad? Oh, es gibt nur eine Person auf dem Teamspeak und das bin ich. Ist
Stewie, danke schön für den Prime im 9. Ach komm, bei dem Mega-Content wird auch das Sub verlängert. It's only game. Why you have to be mad? Wow. Guck mal, was ich kann. Wow. Sorry für den Hackerangriff, halt die Klappe. Das ist nicht lustig. Verbindung fehlgeschlagen. Der Server hat die maximale Anzahl an Clients erreicht. Ja. Jetzt ist der Server wieder da. Und die ganzen Channel verschwinden wieder. Ich habe einen Stream Deck, aber habe ich nicht angeschlossen. What the fuck, Junge? Das habe ich aber nicht angeschlossen. Ich mache da alles über ein Numpad. Und Taki, vielen lieben Dank für den Prime Sub im 24. Monat. Und Costa Extra, Dank für den Prime 6. Und Verti, Dank für den Prime 12. 12. Peace. Dankeschön. Junge, der ganze ist. Alter, was. Okay, das sieht schon echt aus, als hätten die den TeamSpeak, Eieieiei. Hier passieren sehr komische Sachen gerade. Töchner überhaupt? Große Veränderung bei der Polizei, hört sich erstmal richtig cool an. Was meinst du damit? Ben, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 8. Monat. Das ist bestimmt der Typ von Lust, der will sich rächen. Hallo, warum wird gelacht? Das Lied ist voll gut. Passende Situation. Das ist die Playlist von Moonlight 7, ja. Ach man. Mila. Hilfe. Alles put. Hilfe.
Nee, keine Rust Powers. Boah, ich weiß gar nicht, welches Geburtsdatum ich hab auf Peanut. Schwester Kusch, alles kaputt, Hilfe! Hallo Chris. Teamspeak geht, glaube ich, wieder, schreibt Mila. Oh, Tatsache! Tatsache! Wir versuchen, Chat. Wir versuchen, schnell rein, bevor Warteschlange. 20.04. Nee, nee. Der Chat weiß doch mein Geburtsdatum, oder? Warum? Die Musik ist voll gut. Ja, ich habe auch so viel Spaß gerade. Das ist keine Playlist, ich gebe einfach irgendwelche Songs ein. Oh mein Gott, Junge. Was geht ab, Wolverine? Ich hoffe, dir geht's gut, Buddy. Backstreet Boys, klar, gerne. Kriegst du, Da Vinci, kriegst du. Jeder, der wegen der Musik meckert, der möge bitte den Stream verlassen. Ihr Kulturbanausen, ihr. Oh. Klappe. Ich glaube, funktioniert. Hallo? Hallo? Hi. Warum hast du nicht mit mir geredet? Ich hab geredet. Ich hab dir voll das Liebesgeständnis gemacht. Echt? Ich dir auch? Ja? Ja. Mein Arsch juckt jetzt kratzen. Darum. Ja? Aha. Okay. Feste bitte. Oh. Danke. Auch. Wie siehst du aus? Bitte. Wie sehe ich aus? Hast du ein Handicap auf? Nee. Nicht? Okay. Und du? Nee. Nee. Ich habe ultra viele Leute angerufen. Mhm. Scheint dich ja sehr stark zu interessieren. Nee, ich hab, musste was bei Jucke. Okay, was denn? Ich hab vielleicht ausgesehen vorhin kurz deine Nummer gelöscht. Wie, du hast meine Nummer gelöscht? Naja, so. Nicht absichtlich, mehr so eine Art auszusehen, so. aber ich hab sie wieder. Okay, ich hab gar keine Nummer mehr. Echt nicht? Scheint nicht. Willst du meine haben? Ach, der Schulli. Nee, nix Schulli. Hallo. Hallo. Hast du meine Nummer? Ja, ich hab deine Nummer. Machst du denn die Flitzpiepe? Ich? Ey. Mein Geld holen, du 31er.
Juri hat dir Geld gegeben. Was hat der mir gegeben, du Affe? Fischerbargeld. Hä? Juri hat gesagt, du hast das. Laberst du? Hä? Ich hab doch gestern mit Juri geredet. Das Geld, was er da gegeben hat, war für einen Auftrag, Junge. Och, Mensch. Wie viel Geld willst du denn haben? Weiß ich nicht. Ja, sag mir. 500 oder so. Ja, kann ich dir geben. Ja, wild. Ja, dreckiger Scheiß, Jadi. Ey, halt dein Maul. Dreckiger Scheiß, Jadi. Das findet ihr witzig, ne? Was sind die Crocs denn? Nimm die Knarre weg, Junge. Das Push steckt von rechts. Ja, das ist ein Brett aus der Unterwelt, Junge. Versuch. Wie Versuch? Soll ich den Taxi rufen oder was? Wohin denn? Vegas. Genau. Da wollte doch nicht mehr Taxi hin, da wollte doch Flugzeug. Ja, aber ich flieg dich jetzt, ich spring dich jetzt zum Flughafen. Ach so. Nee, lass mal. Ich bin vor ein paar Tagen erst mit Floß angekommen. Ich weiß auch nicht mehr genau, das Geld war irgendwie für einen Auftrag. Aber der Max hatte mir gesagt, da war sowieso noch was offen. Ja, aber ich habe mit Juri geredet und er meinte irgendwie, diese 900.000 oder so hast du bekommen. Ja, aber das waren ja nicht 900.000. Also, mehr als 900. Was man dann zurückkriegt, da kriegst du ja irgendwie 1,3 Millionen oder so zurück. Oder was hattet ihr am Abend gezahlt damals? 980.000. Ach doch, so wenig nur. Ja, ja. Wofür brauchst du Kohle? Machst du Kriege oder was? Nee, ich will mir bald Klamotten kaufen. Ja. Ich verkaufe dir aber nichts. Warum? Weil du mir Geld wegnimmst. Das stimmt doch gar nicht. Ja, können wir fahren. Lass zur Bank fahren. Wild. Wo ist denn der Beatty? Der Beatty fährt die ganze Zeit hier mit BMX rum. Mila, lass mit wohin? Des Weges. Ach so. Ich dachte, wir fahren danach noch wohin, aber... Ja, können wir doch, aber ja, lass erst zur Bank gehen kurz. Ja, okay. Ich kann dir auch die 900 geben, ne? Also ja, alles, was du brauchst. Ja, mir ist egal. Nein, tu's nicht, aua! Hä? Ich sitz vorne, Mann. Hä? Frauen sitzen immer hinten. Das stimmt nicht. Oh, nee, da sitzen wir auf meinem Schoß. Willst du die kompletten 900? Nee, mir reicht das, wenn du 500, 600 gibst. Den Rest kannst du behalten. Für Klamotten oder habt ihr schon wieder Stress? Wir haben doch keinen Stress. Soll ich jetzt fast 1 Million am Geldautomaten abheben? Okay. Hä? Und dann auch noch hier? Ja. Glaubst du, jetzt wird Ärger geben, oder was? Ach. Die haben doch bestimmt ein bisschen Geld hier drin, die Kriminellen. Ja, bestimmt eine 500.000. Mila, bist du müde? Soll ich dir einen Energy holen? Ja. Ja, mach ich. Da, in einem kleinen Umschlag. Scheiß Verbrecher. Ich will kein Gangster mehr sein. Ich war damals nie Gangster, ich will heute kein Gangster sein. Wir sind reich. Reich. Und nein! Ich. Oh. Was denn du? Ja, mach Fenster und auf. Ja. Ja. Danke. Hängst du jetzt wieder beim Retzmann rum oder was? Ja, die haben kein Energy. Ja, was? Hä? Hängst du ja beim Retzmann rum? Wie nochmal? Ich hab dich nicht verstanden. Hängst du wieder beim Retzi rum? Ja. Und was geht da ab? Bomben. Im Moment ist Ärger mit Bomben. Warum? Weil wir uns die Koksroute wieder geholt haben. Ja, da kann ich da ja arbeiten, ne? Ja, kannst du. Jetzt hab ich arbeiten gegeben. Ach, habt ihr euch wieder... Ist das schon... Habt ihr das schon geklärt mit denen, dass die Route wieder euch gehört, oder? Wir haben den Snoop eingepackt und der hat gesagt, nehmt, was ihr wollt. Mein Gott, alles klar. Ja, wir waren ja 3 Stunden in der Westside am Strand und die haben sich ja alle auf den Dächern versteckt. Ihr macht ihr doch genauso, oder nicht? Hä? Wo haben wir denn Hochhäuser? Erklär mir das mal. Ihr geht in den Untergrund. Ja, nee. Scheiß Kriminellen alle. Die standen da bestimmt mit 10 Leuten oben auf dem Dach und haben sich nicht blicken lassen. Zwischendurch haben sie einmal Kopf über die Mauer geguckt und dann, ja. Jo. Ja, wild. Dann have fun. Ja. Wo wolltest du, Emila? Hi, Scully. Ich wollte Kampfschlagern.
Ghetto hier, ich hasse das. Ja, und ich hatte nämlich eine Idee. Warte kurz, Muffin. Ich ruf's gleich nochmal zurück an, wieder. Bis gleich. Ja, du hattest was? Ich hatte eine Idee, dass wir vielleicht, ganz vielleicht, wenn du möchtest, wegziehen. Aus dem Park? Ja. Und wohin? Und das noch nicht alles, denn ich hab da was gesehen und würde vielleicht, wenn du möchtest, gerne auch dahin ziehen. Weil das ist doch ganz schön. Das Ding ist, ich halte das auch für eine gute Idee, weil die immer wieder unterwegs sind und Nachtschicht machen und Scheiße bauen. Und ja, wegen dem Laden. Und die schaden unser Geschäft. Das stimmt. Weißt du? Und darum, ja, aber wohin ist das willst sicher. Du? Ja, das zeig ich dir doch jetzt. So. Entspann dich mal. Entspannen. Ich bin entspannt. Nee, du bist gestresst. Nee. Ich riech das an deinen Nasenhaaren. Ja. Mir machst du nichts vor. Pass auf, ja? Ich pass auf. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind. Oh, ich hau gleich deinen Kopf auf den Lenkrad, ne? Nein, nein. Doch. Wir sind da. Hier? Hier. Oh, guck die mal. Finca? Hier, ja. Guck hier vorne das Haus. Hier sind ein paar mehr Häuser als nur eins. Ja, aber das hier vorne, dachte ich. Hier willst du hinziehen? Ja. Und was mit Jack? Wo soll der wohnen? Aber hier ist alles voller Müll, ne? Oder hier? Hier ist auch schön, ne? Aber das ist ein Café gewesen. Aber ja, vielleicht wenn wir jetzt sagen, dass wir hier hinziehen, dann stehen hier morgen Autos. Dann, wir sind ja immer noch Freunde mit dir und dann sagen wir, die ballern die einfach weg. Dann mal gucken, wie lange die dann noch hier wohnen wollen. Und schau mal, das ist noch nicht alles. Wir haben nämlich sogar hier einen großen Parkplatz. Ja, aber da steht schon ein Auto. Ja, und das gehört dabei doch nicht da hinten hin. Guck dir das Ding mal an. Das gehört zu irgendeiner abgeranzten Mietwohnung. Können wir machen. Also, wenn du möchtest, ich dachte nur vielleicht, das wäre ein süßer, ja, kleiner Anfang. Ein süßer kleiner Anfang. Ja, so wie ich. Dann auch süß und klein. Oh mein Gott, Alter. Ja, also, ne, war ja nur ein Vorschlag. Ja, aber warum ausgerechnet da? Weil da ist schön. Was, eine Frage? Lassen halt, keine Ahnung, so Giffy eben den Müll wegräumen. Bisschen machen, so mit Laubgebläse. Und dann ist schön da. Believe me. Hast du gerade gesagt, believe me oder liebe me? Believe me. Liebe me? Nein, believe me. Du hast schon recht, wenn du sagst, wenn wir da wegziehen, weil wenn die Scheiße bauen, dann nicht auf den Laden zurück, Dings geht. Ja. So, jetzt ist das noch nicht angefangen, aber bald fängt das alles so richtig durch. Und dann sind wir nämlich die Wichser, weißt du? Ja, aber sollen wir da nicht lieber nach Downtown ziehen, hier irgendwo hin? Downtown? Ja, hier, wo wir jetzt gerade sind. Aber hier sind doch nur Läden. Ja, aber ist doch cool hier. Guck mal, die stellen sogar ihre Autos auf der Straße ab. Und was ist mit Jack? Nehmen wir den mit?
Mir doch egal, wenn der nicht zu seinen Freunden ziehen möchte. Als Freundin. Hat der nicht eine Freundin? Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, also wenn die möchten, können die ja mit, aber nicht in unser Haus. Nicht in unser Haus, oder? Und war das mit Cody, dann ist der ganz alleine da. Nee, wir sind doch nicht aus von die Welt. So, schau, der wird es schon verstehen. Sicher. Meinst du? Ja, weil der kann dann natürlich easy sein Geschäft haben, ne? Weil ist ja auch gar kein Problem. Der hat ja sonst nicht so mit Yankee Pack zu tun. Aber wir waren mittendrin. Wir waren einer von denen. Und, um das nicht mehr zu sein, müssten wir heute weg. Ja, aber du kriegst uns was im Junkie Pack, aber den Junkie Pack nicht was uns. Nee, doch. Nee, Caro. Nee. Nix, Caro. Doch, Caro. Nee, nix, Caro. Doch, Caro. Nix, Caro. Wohl, Caro. Nein. Aber pass auf. Ich bin gar nicht kriminell. Du bist nicht kriminell? Nee. Das ist egal. Mit gehangen, mit gefangen. Also ist egal, ob wir wegziehen oder nicht. Nö, nee, wir können Schilder abholen. Aber wenn du so sagst? Nö, nee, können wir schon machen. Vielleicht bringt das ja was. Ich kann mich auch täuschen. Ja, ich meine... Aber die Frage ist, wohin? Es gibt bestimmt schönere Orte als da. Ich finde das schön. Du willst wieder deinen Willen, ne? Nee. Ja. Ich meine nur, die schönsten Orte sind alle blick. Und hier sind nur Läden. Was willst du hier? Außer hier rechts vielleicht. Nee, das ist irgendwas anderes. Die Büros. 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 Können wir auch so eine alte Lagerhalle nehmen? It's only game. Und dann wird's auf dem Boden pennen in der Lagerhalle. Nein, wir nehmen Batman. Ja, okay. Ja. Ich soll den Jacke aber Bescheid sagen. Ich mache ja auch nur die Vorstellung. Weißt du, ich habe mir die letzten Tage wenigstens Gedanken gemacht. Weißt du, ich saß nicht in der Bude, hab ein Bierchen getrunken und gesagt, scheiße, du bist so wach. Wer hat ein Bier getrunken? Ich? Du. Ich trinke kein Bier. Ja, weißt du nicht mehr. Ja, weiß ich nicht mehr, genau. It's only game. Da war schon wieder nur Scheiße. Ach, du sabbern, Alter, du Weep. Du magst, wenn ich sabber. Was ist denn mit hier rechts? Nein, hier ist Kacke. Da ist Kacke hier. Es ist Kacke hier. Das ist ein Motel. Das Problem ist, überall wohnen hier irgendwelche Gangs. Ja, eben. Das ist das Problem. Du müsstest bei Yuri fragen, ob der noch irgendwas hat. Oder Mirror Park ist auch cool. Ja, aber da ist auch alles voll. Ja. Guck mal. Guck mal, wie schön hier. Eigentlich. Und dann sehe ich uns da, wie wir alt sind. Und ich sag, bring mir einen heißen Kakao. Und. Für so ein Dachschirm, Alter. Nein, nein, nein. Lass sie das mal auf die Zunge zu gehen. Wir wohnen hier. In einem Finca. Warum? Weil wir es können, weil wir reich sind. Boah, wir sind so reich. Wie viel Geld hast du denn? Hier, 20.000. Aber du bist voll reich. Und das bedeutet, ich bin auch voll reich, weil wir ja bald heiraten. Wann heiraten wir, Alter? Ja. Du hast gesagt, du willst mich heiraten. Du hast dich auf eine Straße geschmissen dafür. Da war ich,
Nee. Da war ich auf Drogen. Warst du gar nicht. Doch. Wann habe ich mich auf die Straße geschmissen? Du hast dich auf die Straße bei uns geschmissen und hast gesagt, du stehst nicht auf, bis ich Ja sage. Hast du denn Ja gesagt? Ja, bist ja. Bist du besoffen, Alter? Wie? Oh mein Gott! Was? Oh, nix, schon okay, alles gut. Oh mein Gott, Alter. Geht's dir gut? Ja. Okay. Willst du hier wohnen? Nee, auf gar keinen Fall. Bin ich Slim Shady oder was? Willst du hier wohnen? Nein, die sind eh alle hier verkauft schon. Siehst du? Ein Hobbithaus, Alter. Also, ich finde, ich habe schon einen guten Geschmack getroffen. Hier ist eh alles schon verkauft, 100%. Ja. Ist er. Brauchst gar nicht nachgucken. Und wenn kein Auto steht, dann kommen die halt morgen. Guckst du dir an mit ihren 700 Karren immer vom Haus? Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob ich die alle als Nachbarn will. Nein. Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Aber ich gehe nicht zum Department of Justice. Wieso? Weil ich da auf jeden Fall nicht hingehen werde. Ach so. Weil die meinen Kopf ficken. Ja. Ja, nee, dann ist ja okay. Wenn da dann jemand kommt und sagt, ich wohne jetzt hier, dann suchen wir einfach immer was Neues. Ah, was ist du denn für ein Scheiß? Ja, wenn die das auf Unterschrift haben und du weißt, dann kommen die alle. Fick ich die weg. Das und das meine ich mit dem Park. Dann sag ich den Jamus Bescheid und den Scully und dann geht's ab. Ja. Was denn mit hier rechts? Hier? Ich hab mal eine Schießerei, ne? Ja? Weißt du nicht mehr? Warst du nicht dabei? Doch. Ich war da mit 20 Mann hier holen gerannt. Ja? Ja. Ja. Das war schön. Ja. War mega schön. Was hier? Feuerwehr. Feuerwehr. Wo bin's denn? Wir sind jetzt die Feuerwehr. Ja nicht fahren, ne? Ach ja. Ja. Wo sind die Feuerwehrmänner, die mich die sind gerade im Einsatz, irgendwo ein Feuer löschen. Zickig bist du heute, ich bin nicht zick, ich bin müde ein bisschen. Du bist also müde ein bisschen, ne? Ja. Ausreden. Damit? Warum sind das Ausreden? Du willst nur wieder spielen gehen. Was will ich spielen? Ja, ja. Du. Und dann trinkst du wieder an dein Bier. Ich trinke kein Bier. Und dann wirst du wieder aggressiv und verhaust mich. Wo auch immer ich das verdient habe. Und dann sagst du, hä, du magst das doch. Und ich so, wann, wo habe ich das gesagt? Und dann fällt dir wieder ein, dass du betrunken bist. Immer wieder dasselbe. Na, keine Scheiße. Und am nächsten Tag weißt du das nicht mehr. Du laberst nur Scheiße. Ja. Hast du vor ein paar Tagen schon mal gesagt. Ja, habe ich dich jemals im Leben geschlagen? Ja. Wann? Ja, vorgestern. Halt's Maul. Schwör? Ja. Schwör? Du hast gesagt, Mina, komm her, jetzt gib's auf Pobo. Das war was anderes. Halt ja deine Klappe. Du hast gesagt. Was habe ich gesagt? Ja, genau das. Das stimmt nicht. Ja, doch. Ich war noch nie da oben auf der Baumbrücke. Ja, dann fahr doch da hin. Wie, aber? Hä? Über die Autobahn. Über die Autobahn. Ja, hier. Hier? Ja.
Du bist halt wieder gut drauf, ne? Ja, mir geht gut. Ja. Ich merke das schon. Ja, aber die geht da nicht hin. Doch, links. Hier. Hast du keinen Führerschein, Mann? Ja, hier. Doch, ich hab. Doch, ich hab. Lass mich da... Oh. Gegenfahrbahn, ne? Irre, ich habe einen Führerschein. Ja, ja. Wir sind schon 1 Million Mal hier rumgefahren. Echt? Klar. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nie hier rüber gefahren. Wir können hier hinziehen. Oh, oh, guck mal, wie romantisch. Oh. Highway ja, und Brücke. Ja, voll gut. Boah, hier heiraten. Ey, nicht darüber. Guck wie hier heiraten. Ja, warum nicht? Ja, aber ist nicht doch jetzt. Schön. Nee. Nicht heute. Mm-mm. Schön, oder? Voll. Kannst du bitte auf der anderen Straßenseite fahren? Dankeschön. Caro, wenn du möchtest. Ich schnell mich mal eben an. Gutis nur. Hui. Jetzt hast du mir den Scheiß in den Gehirn gesetzt. Jetzt bin ich die ganze Zeit überlegen, wo wir hinziehen könnten. Hier vorne bei Guest Company. Da willst du wohnen? Ja, ich meine, wer hat schon ein rundes Haus? Hobbits. Echt? Ja. Nee, die fahr mal nach Walkers Logistik. Bär. Hm? Fahr mal zu Walkers. Wo das? Wir gehen Alumi besuchen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ah. Nein, hier ist kacke, hier ist Industriegebiet, Mann. Ja, hier ist kacke, hier ist Industriegebiet, Mann. Mann! Warum regst du dich jetzt auf? Weil, warum komme ich hier weg da lang, ne? Hier sind Giftstoffe, ne? Wenn du hier lang wohnst, dann ist tot, ist krank. Ja. Sag ich doch. Hast du aber nicht gesagt. Wolltest du mit zum Strand ziehen? Meinst du das nochmal frei? Nee. Wenn Winewood und so schon und Müllpark in der Stand ist echt voll. Aber wir können ja mal gucken. Ich würde das nur gern, weißt du, gern. Ich würde gern so umziehen, bevor wir alles haben, weißt du? Bevor der Laden aufmacht? Ja. Apropos, ich muss Mafia nochmal anrufen gleich. Ja. Was ist denn mit hier links gleich? Hier links. Nee, nicht hier, gleich da hinten links. So direkt an so eine Bootsanlegestelle. Verstehst du, was ich meine? Nein, nicht hier. Das ist hier Chinatown. Ja. Guck mal, hier unten ist da so ein Haus, rechts. Direkt am Wasser. Jetzt links. Wenn du hier runterfährst. Ich glaube, das ist kein Wohnhaus. Ich glaube auch nicht. Stehen noch irgendwelche komischen Autos schon wieder. Stimmt, eine Gang. Voll. Aber hier links sind Wohnungen. Machst du? Ich wollte auf Nummernschild gucken. So. Aber war kein Gangster-Nummernschild. Was ist ein Gangster-Nummernschild? Bieber. Oh, Bieber. Oh, Mann, bitte. Oh, Mann, bitte. Machst du? Du hast mir gerade bei Cody's ein paar Burger verkaufen, jo. Wie, du verkaufst Burger bei Cody's? Ja, aber jetzt bei Cody's. Hat er schon auch? Ja, 21 Uhr. Ja, oh, wieder, ich hau dich weg gleich, ne, Alter. Warum? Warum? Hat's nicht letztes Mal irgendwas erzählt mit dem Hemd, Bitty? Die haben so ein Hemd aus dem Kofferraum geklaut gehabt. Hab ich ja, hast du das aber wieder? Ich hab das noch nicht bekommen. Die meinten aber, die hätten das jemandem gegeben. Wem denn? Gestern. Weiß,
wollten die Krabotke fragen, heißt der. Der hatte das wohl weggegeben. Aber da muss ich noch nachtelefonieren, weil es noch keiner da. Der Jamis wäre gerade da. Jamis? Und der Scully auch. Die haben telefoniert. Kann sein, dass sie dann telefoniert haben. Ja, dann rufe ich die gleich nochmal an. Dann frage ich nach der Wendel nochmal. Yeah! Jetzt hier. Ey, wir ziehen aus aus dem Park, ne? Wie, ihr zieht aus? Naja. Wegen dem Laden. Ihr zieht aus? Kannst ja mitkommen. Kannst du Junkie Park kommen mit, oder wie? Wie können wir auch da bleiben? Der ist am Weinen, Mila. Warum? Weil ich gesagt habe, dass wir ausziehen. Weil so sind. Ey, hier steht auch schon eine Karre, Alter. Willst du mich, was ist hier los? Was ist denn hier los, Junge? Neue Gang? Okay. Wir kommen gleich mal nach Cody. Ja, ja, weil die trotzdem immer nur Nachtschicht machen und all so eine Scheiße, Alter. Warum? Aber ich hab die schon lange nicht mehr gesehen. Die haben auch irgendwelche Dings geklaut, Junge. Was? Ach, hier, Klamotten. Die haben irgendwo Autos waren auf und haben die Klamotten rausgeholt. Nicht von uns hier, von, ich glaube, Kiez und so. Oh, ich weiß, irgendwas von einem Bombenurteil oder ja, so. Ja, oder so. Und wenn die Klamotten klauen und wir verkaufen die, sagen die am Ende, ja, guck mal, ihr verkauft uns die und dann zieht ihr uns die wieder ab und so. Geht halt nicht. Ja, ich verstehe. Und Reputation kaputt. Yankee Pack ist verstehe, tot, Junge. Verstehe. Boah, Junge, was ist das denn? Da stehen gelbe Autos. Gut, wir sehen uns dann gleich, ne? Hier, hey, bis gleich. Yeah, yeah. Boah, eine Gang mit ganz hey, zwei Straßen. Warte mal, ich glaube, das war der Muffin. Oh. Gerade, an dem wir vorbeigehen. Was bist du? Ja. Hast du eine gelbe Cap auf? Ja, ja. Junge, ich hab dich aus 20 Meter schon erkannt wegen der Tasche, ne? Was machst du da? Bist du jetzt in der Gang oder was? Ja, na klar, bei den Tigern. Na. Was ist da, Tiger in dem Club oder was? Ja, ja. Noch weiter hin, Tanzmila. Mit wem stehst du da schon wieder? Mit deiner Perle? Junge, ich hau dich weg, ne, Alter. Ich hab sie gerade schon aus dem Umgang. Ja, keine Ahnung, ich hab mich halt hierhin so lange gestellt. Jetzt, guck mal. Ja. Einfach Gangmitglied geworden, der Muffin. Ja, guck mal, da ist der Tigerhändenclub und hier bin ich. Was soll denn der Tigerhändenclub, was soll das sein, Tigerhändenclub? 40 Saints irgendwas? Oder sowas? Und die ist jetzt auch in der Gang oder was da hinten? Nein. Hast du sie verkloppt? Ja, ich hatte aus Versehen noch einen Schlagring in der Hand. Ah, gab Rückhand. Biet die Jacke her. Wir hatten einen kleinen Deal. Er hat eine Jacke gekriegt, dafür haben wir ein paar Kopfsachen gekriegt, die ich schon O'Brien gegeben habe. Hast du schon abgegeben? Habe ich schon abgegeben, ja. Aber wir tauschen nichts, ne? Ja, ja, das war einmalig. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Irgendwas wollte ich. Ja, die waren ja erst vorher in einer Zeit und jetzt sind sie hierhin gekommen. Ach so, haben wieder Turf gewechselt. Ja, ja, na klar. Macht man ja so als Straßengang. Ja, ich glaube, die haben aber auch jetzt schon wieder Stress. Die sind die ganze Zeit schon wieder schwarze Fahrzeuge rumgefahren. Mit wem? Hut. Keine Ahnung. Letztes Mal kamen sie nur zu uns an, ob wir irgendwelche von den. Oh Gott, ich weiß nicht, welche vorher war, ob wir noch welche Überbleibsel von denen sind. Keine Ahnung, wer vorher war, Alter. Ja. Die haben nur eh nichts zu melden, hier ist da der Boom. Westside gehört da der Boom. Die haben auch Stress mit den Hardys. Ja, das weiß ich. Hab ich schon mitgekriegt. War wild, wir hier die Pink Drizzles haben Carwash gemacht. Geht mir sofort hoch! What the fuck? Ich bin am Arsch. Junge, Alter, du bist so ein Cringe-Meister, ne? Ich weiß. Die Pink Drizzles haben Carwash gemacht. Ja,
die haben Carwash gemacht, auf einmal sind die ja nicht einfach nur am Carwash vorbei. Ja, alles gut, wir müssen hier nur kurz vorbei. Lass mal da ja. Jetzt treffen. Fahren jetzt, glaub, ja, können wir machen. Ich muss ja erstmal schnell zum Krankenhaus. Aber wegen den nächsten Lehrjahr, ja, macht er mal. Hi, na? Hallo, wer ist da? Das ist der Curtis. Hallo. Guck mal, das ist doch die Bombe. Aua! Summer! Das ist ein Lutscher. Das ist ein Lutscher. Hat sich einfach von einem Mädchen umboxen lassen. Aber die machen wir Business. So, ja, was jetzt? Ich bin nach Codys fahren. Okay, oh, ich bin schon wieder falsch, ja? Hier sind auch alle Häuser weg, ne? Aber glaube, hier wohnt auch der Fischer, hab ich gar keinen Bock drauf. Oh, gar keinen Bock. Ich mach von dem mal als Nachbar. Dann stinkt er halt immer voll nach Energy Drinks. Energy Drinks? Ja, ja. Alles voll. Muffin einfach Gangmitglied geworden, was sagst du dazu, Mila? Ja. Er ist einfach beim Tiger im Club. Was geht, Teddy? Und danke für den Resub. Am 20. mit Prime. Ja, ich finde das nicht so schlimm, dass der Park nicht mehr existiert. Hier geht ja was ab. Ich hab voll Hunger. Hunger? Ich auch. Was ist denn mit hier vorne? Oh. Geradeaus? Da links jetzt. Weiter. Geradeaus, links. Geradeaus. Oder oh mein Gott, links, geradeaus! Hier links. Ach, da steht auch schon ein Auto. Er fickt mein Leben. Ja, wir haben eine Gilde. Ja, kann jeder rein. Wir essen jetzt erstmal, denn mit vollem Magen kann man voller denken. Weißt du? Ja, ich weiß. Alter Schwede. Du bist halt schuld, warum ich müde bin. Hä? Ja. Warum? Weil du wolltest nicht die Idee. Oh mein Gott! Was? Alles gut. Warum oh mein Gott! Oh mein Gott! Sag mal, bist du Mila? Okay? Ja. Stehst du? Ja. Nein, fahr. Handbremse. Ja, fahr einfach. Wird schon schief gehen. Oh mein Gott! Fahr einfach. Geht's dir okay? Wir sind. Oh mein Gott! Du hast einen ganz schön heißen Reifen, das sag ich dir aber. Wir sind auf Gehenna, das ist ein englischer Server. Beziehungsweise international. Du fährst echt gut. Weißt du noch, wie du vor ein paar Monaten gefahren bist? Weißt du nicht mehr? Ganz langsam? Immer Angst gehabt? Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Halt's Maul! Guck mal hier rechts, wir wollten mal eine Maschstraße machen. Was ist aus uns geworden? Kleidung. Ich hatte mal Träume. Sind wir Kleidungsverkäufer. Modedesigner. Hiki. Komm, wir machen eine Wette. Wie viele Leute sind beim Cody? Außer die Mitarbeiter. Außer die Mitarbeiter, ich sage. Ich sag zwei, maximal drei. Ich wollte auch sagen. Ach, immer machst du mir alles nach. Gar nicht wahr. Na klar. Okay. Rasierst dich mit meinem Rasierer, benutzt mein Deo, mein Parfüm.
ziehst meine Socken an, meine Hoodies. Ich sag drei, du musst bei furz zwei wie ich, bleiben. Furz wie ich, lass mich stinks los. Wie ich. Ja, ich glaube, heute ist nicht viel mit Dings. Drei, ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Nee, ich habe gesagt, du hast drei, du hast zwei, ich bin drei. Ruhe. Da wird gebrettert. Im Parkhaus. Oh wild. Rock, oder? Keine Ahnung. Leute, Schießerei, alle hinrennen. Kommen Sie, Beatty, kommen Sie. Gucken, vielleicht kriegen wir Querschläger ab, da können wir rein. Ja. Ich hab ihn ja schon abgeschissen. Hallo, Alter. Der ist bei Rocker. Aber im Parkhaus drin, pass auf. Lieber verstecken. Haben die Stress, die Rocker? Quatsch, Digga! E-Mail ist abgeschickt. Bild! Ja, hört sich wild an. Ein Quatsch, Digga, dann lass uns mal. Aber ich dachte. Warte, und Kasper darf auch rein. Feierabend. Schade. Nein, liegt der hier, Lutscher? Ich geh gleich weiter. Da liegen alle. Braucht ihr nur was? Habt ihr Hunger? Sind da, sind die Abschleppis, ne? Ja, die Wolves. Huh? Ich habe gerade welche gesehen im Parkhaus, aber die hatten keine Oberteile an. Du mit deiner Atari-Cap. Das ist nicht Atari. Da ist gar kein Glitzerfunkeldrache drauf. Mit Straßsteinen? Ja. Bild. Oh. Komm, Mila. Mal gucken. Okay. Hallo Isabella. Vielleicht müssen wir erste Hilfe machen. Ja. Die hauen auf jeden Fall gerade ab. Perfekt, dann können wir unsere Nase da reinstecken. Ruf schon mal Krankenwagen an. Bei was den Abschleppis ist das hier. Abschleppis. Krankenwagen. Aber wir wissen nicht, ob da jemand liegt. Da liegen mit Sicherheit welche. Schwer verletzt. Ich glaube, ich habe die Nummer nicht mehr. Wie, du hast... Oh doch, habe ich. Pillbox. Ich glaube, das war eine Yadi-Karre. Hier ist Mila Morgen. Hier war gerade ein Schießerei bei den Abschleppis. Ja, genau. Ja, aber wollen Sie dann quatschen? Ich weiß noch nicht, ob da jemand verletzt ist, aber hier wurde dicke Bretter. Können wir gleich machen. Wir sind gerade bei Codys, aber hier bei den Abschleppis war gerade eine Schießerei. Wir gucken mal. Okay. Okay, komm her. Ja. Wir sind gerade. Oder komm gleich. Ich komme mit meinem Auto. Gucken, ob wir erste Hilfe machen können. Jo, bis gleich. Bei den Abschleppis, sagst du? Ja, wir sind danach bei Codys, wir gucken gerade hier. Okay, irgendwo okay. War hier in der Schießerei. Ja, wir sind gleich da. Okay. Okay. War die Schießerei bei euch? Wir wissen nicht, was los ist gerade. Wir haben hier vor euch geschossen? Nein, wir haben abgeschlossen direkt, als wir es gehört haben. Also bitte kommt. Bleibt mal lieber hier drin, bitte. Ach Quatsch, ich weiß nicht, was hier Party ist gerade und was hier abgeht, Alter. Wir dachten, die haben hier bei euch geschossen. Nein, wir haben uns direkt verbarrikadiert. Da kommt eine PMU, vielleicht gucken sie gleich, Ja, ich weiß es nicht. Kannst du das Haupttor einmal aufmachen? Wir wollen dann raus. Ja, dass ihr raus. Wir sind eh schon weg. Was zum... Kommst du denn her, Bruder? Keine Ahnung, wo die herkommen.
von oben. Die Nomen die Party hat viel interessant. Was macht ihr denn jetzt? Was für die Nomen die Party? Ich hab mit Gott nichts zu tun, lass mich nur. Was macht ihr denn hier drin? Wir wollen gucken, in die erste rein? Hilfe. Hinten durch das Tor. Ah, so. Mal rauslassen. Was war denn los? Habt ihr was mitgekriegt? Nee. Ja. Oh. Ich hab bei so mit Gott nichts zu tun, rennt da bei einem Fahrergewand rum. Ja, hab ich mir auch gedacht. Dann war nur ein Parkhaus. Dann haben die da. Was ist denn der Helikopter hin? Verschwunden. War die Frau bei dir auch so gepfiffen, wenn die geredet hat? Hat wirklich wehgetan im Gehirn. Ja, Kopf, aua. Hä, bestimmt oben, oder? Weiß nicht. Ich gehe rechts um, du gehst links um. Ah, ey, Körte. Habt ihr gebrettert gerade? Ja, haben wir. Hier bei den Abschleppis? Ja, genau, in dem Parkhaus. Gegen? Keine Ahnung, das sind so Leute, die fahren immer nachts um 3 rum und ziehen Arbeit ab und alles. Die sind so, weiß ich nicht, waren jetzt 8 Leute, die wollten zu uns. Aber dann haben die gesehen, dass wir mehr sind, haben sich verpisst in das Parkhaus. Ja, und haben sie dann da oben alle ausgestiegen und dann, ja. Also liegen die alle oben? Ja, die liegen alle ganz oben. Okay, dann gehen wir wieder weg. Sind richtig komische Leute. Sind die so komplett in schwarz gekleidet und so? Ja, die tragen auch so schwarze Flecks. Die wohnen, hier. Die wohnen, wie heißt das, am... Wo wohnen die? Auf dem Golfplatz. Wie, auf dem Golfplatz? Ja, auf dem Golfplatz, so wie ich dir sag. Und die wollten vorher zu euch kommen? Ja, die standen schon bei uns in der Seitengasse in der Nähe mit 2 Autos, aber dann sind wir da mit 4 angekommen. Herr, warum wird der Stress und dann mit dem? Wir bleiben SPD! Also wir haben heute einen von denen weggeschossen, weil die Arbeiter von uns abgezogen haben. Ich bin am Telefonieren. Und er hat da voll den Dicken gemacht und so. Und hat ganz komische Sachen zu uns gesagt. Ja, und dann, ja, wollten die anscheinend jetzt zu uns. Ja. Alles klar. Das sind aber ganz komische Leute. Ja, der hat zu uns gesagt, als er auf dem Boden lag, wir sehen uns woanders und so. Ach, der hat geredet. Ich ruf gleich Ach zurück. Ach so. Er hat weiter telefoniert, als er auf dem Boden lag. Bei dir? Mit seinem Kollegen. Telefoniert, aber der wusste es so. Lass dich mal reden. Okay. Yeah. Dann noch rein. Alles klar, tschüss. Butter, piep. Ja, deswegen habe ich mich gewundert, warum wir da drin rauskommen. Da oben liegen die Motherfucker, die nachts immer irgendwelche Zivilisten und alles überfallen. Das sind die, die komplett in schwarz gekleidet, weißt du? Ja, schwarze Fleck, schwarz gekleidet. Die wollten gerade zu jemand anderes hingehen, haben dann gesehen, ja, wer weiß ja, wo die jetzt hin wollten. Ja. Die wollten zu denen da reinlaufen, haben dann gecheckt, jo, die sind ein paar mehr als wir, und dann wollten die abhauen und dann haben sie auf Fresse bekommen. Okay. Aber bei den Abschleppis ist nichts passiert, da liegen nur da oben die Vollidioten. Ja, habe ich gesehen. Grüße. Was geht denn hier ab? Hallo. Schießt da rein. Was geht denn hier ab? Wie zu ihr, dass ihr verschwindet hier? Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Mila und ich wollten nur erste Hilfe leisten. Nein, wir nicht dachten, ihr, bei ich den Abschleppis war da was. Hab doch gar nichts gemacht. Ja. Ich hab schon durchgefunkt, dass das gelbe Flecks waren. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, ich hab aber keine gelbe. Mach doch einfach was der O'Brien. Ach so, Orange. Jetzt willkommen im Enkelpark. Ja, Mann, erstmal eine Duftkerze. Alter, bin ich dabei, Junge. Ja. Der regt mich schon wieder auf, wir werden schon wieder festnehmen. Ach, was? Die fahren jetzt nicht da rein, oder? Ja. Okay, aber weiter sonst gesehen habt ihr nichts. Ne, nur Schüsse. Alles klar. Sieht zu, dass das Land hier, wenn sie an. Weiß nicht, was passiert. Ich bin auf jeden Fall Zeuge, die haben auch rumgeballert, ne? Ich weiß schon. Lauf jetzt! Ich weiß schon, dass ihr das, was das Skelett mir nicht gesagt. Ja, das sind die Leute hochgenommen haben. Ja, hättet die mal die ganze Zeit die arbeiten und so. Ja, das waren doch bestimmt die den Slava und so abgezogen haben und bestimmt. Die den Muffin ja, abziehen ja, wollten. Ja, doch, das waren die, ja. Die wohnen am Golfplatz? Mhm. Ich glaube, ich muss mal meinen Bademeister stellen lassen. Also das war, ja, keine Ahnung, was das war. Das waren irgendwie, keine Ahnung. Hoffentlich sieht ihr das. Ja, halt mal nicht hier auf der Straße, Junge. Wer bist du denn, Junge? Ich bin bestimmt, wo ich das will. Ja, du bist du umgefahren. Warte, ich werde angerufen. Ja, bitte?
Nachtchen. Komm, Mademoiselle. Stinkefuß. Ich war da nicht dabei, nein. Ich glaube nicht, warum? Und was, also, Wortdatei schon abgegeben. Immer noch nicht. Ich kümmere mich drum, Bruder, ja. Und warum wollten die zu, warum auch, wollten die zu den Yadis? Wir wollten zu denen. Ja, aber der Scully meinte gerade, die haben bei euch gewartet. Die wollten ja, zu euch. Ja, ja, die waren gerade Richtung, unserer Hotel. Die wollten bei euch reinlaufen, Alter? Anscheinend. Sind die irre oder was? Ja, ich glaube schon. Wie heißen die, weißt du das? Ja, und jetzt haben wir die halt verfolgt. Na, hast du eine andere Hose oder so gerade dabei? Nee. Okay. Geh Boxershorts. Ey, macht euch ab, Digga. Macht euch ab. Ja, yeah, right. Ich glaube, der Heli verfolgt uns. Nein, der Bademeister sieht aber, dass ich ihn angerufen habe. Ja, Scully? Wenn der unterwegs ist. Ja, nein. Ihr sollt auch... Mahlzeit. Ich weiß jetzt, wer das war. Wer? Also wer da liegt, verletzt. Ja, wer? Das sind die, die die ganze Zeit die Zivilisten abfacken nachts und so. Die auch den, wahrscheinlich den Slava und so ausgeraubt haben. Und die den Muffin abziehen wollten auch. Oh. Hat man die auch ohne Maske schon gesehen, oder? Die wurde am Golfplatz. Auf dem Golfplatz. Ja, Satz auf dem Golfplatz. Auf dem Golfplatz? Ja, ja. Sind das Golfer? Das sind Vollidioten. Sind das. Nee, Digga, hab ich nicht. Das ist so übelst krasse Mafia wieder. Ich hab einen Posten Ersatzhose lang, ey. Schwarz anziehen, schwarz maskiert, das sind schon Gangster. Mit Patronus, sauber Hernandez. Ja, lang, ey, bist. ja, weil ich wir haben Hunger. Was darf ich hinbringen, der Herr? Nein. Thunfisch-Sandwich. Von der Trinkelpäckchen für alle. Wie viele? 10. Von beiden. 1198 Leute. Ich will... Warst du wieder kriminell? Nee, die Russen sind schon lange weg. Cheese-Sandwich. Mit Tinkepäckchen auch 10. Also 2x10 und einmal Thunfisch. Und wie viele waren das jetzt von den Sandwiches? 10 Thunfisch, 10 Grilled Cheese und 20 Trinkpäckchen. Yeah. Und Kaulquappenmais für Mila. Oh, ja! Und Hamster am Stiel. Hamster am Stiel? Ja, oh. Mann, Alter. Da sehe ich mich auch. Aber gefroren. Na klar. Hier ist was los, ey. Ja, Gott auf die Pipi-Box. Mach das. Ja. Und sonst? Nix. Ich hab gehört, Mittwoch ist hier euer großer Tag. Wer sagt das? Muffin? Mhm. Oh, weiß ich nicht. Kann sein. Kommt auf die Pakete an, wenn die durch den Zoll gehen. Okay. Rocketman. Warum ist schon heiß? Schon ein bisschen. Ist mit dem, Alter. Er hat richtig gute Laune, seit er hier arbeitet. Das tut ihm richtig gut. Hat sie mal keine Nachtschicht mehr hat. Ja, bam, bam. Gute Arbeitszeiten. Alles entspannt. Vielleicht sollten wir Subventionen beim Stadt beantragen dafür, dass wir jetzt auch Menschen mit Problemen hier einstellen und dann auch noch hier, ne, Resozialisierung. Ich meine, wir hatten Amy hier auch arbeiten und ja, die ist ein Strip so geworden, habe ich gehört. Also ich habe ihre Bestellung. Hallo. Ach, Dach. Kommen Sie ruhig an Kasse 3. Was geht? So, mein Freund. Hauptsache eine Burgerbude arbeitet mit einer Kette von 1 Million. Können Sie bitte die Musik ausmachen? 750.000. Ja. Das macht dann einmal 650 Dollar. Ja, ich zähle von Mila auch mal Karte. Okay. Trinkgeld gibt es nicht. Krieg ich nichts von ab. Guten Hunger, guten Durst. Danke. Er macht schon wieder einfach Termine aus. Mal fett, Alter. Ich war halt auch heute wirklich. Hör die kriegt's. Nein, nein, so geht nicht. Oh. Ja? Hast du beim Cody gesagt, Mittwoch kommen die Dinger durch den Zoll? Ja, dass ich am Mittwoch fertig, also dass ich fertig bin bis Mittwoch auf jeden Fall, ja. Was Cody meinte irgendwie, der große Tag ist am Mittwoch.
Naja, ich weiß nicht, was machst du morgen? Wir arbeiten, was sonst? Ja, weil morgen müsste man nochmal... Schon mal den Laden ausfegen und so. Ja. Nee, weil wir müssten nochmal unseren Katalog einmal dann nochmal tüchtig durchgehen. Ob wirklich dann alles schick ist. Das Ding ist, wenn die neuen Kartons kommen, müssen wir Fotos machen, ne? Aber diesmal machen wir... Ach, scheiße, da sind ja wieder neu... Ja, ja. Stimmt. Wir haben da frische Sachen bestellt. Ja, ich stehe jetzt übrigens am Park, ich wusste jetzt nicht, wohin. Cody, wir sind mit Cody drin. Okay. Ja, wir kommen vor die Tür. Bis gleich. Bis gleich. Wir wollten heute noch was machen. Was wollten wir machen? Autogrammkarten. Weißt du noch? Ja. Für mich? Ja. Weißt du noch? Ja. Für mich. Ja, machen wir zu Hause. Oder wie willst du das jetzt machen? Hey, ja. Letztens hat der Onkel Juri hat mit mir Fotos gemacht. Nee. Autogrammkarte. Unterschrift. Ja. Eine Karte mit einer Unterschrift drauf. Kein ja. Foto von dir mit einer Unterschrift. Nee. Ist eh zu klein. Nee. Wie? Zu klein? Ja, das Foto wäre dann zu klein. Ach so. Ja. Ja, wie? Ja, wie? Ja, was wie? Ja, wie? Ja, wer? Ja, warum? Wer bin ich? Twinkie. Hä? Komm. Wie, du isst die doch so gern, oder nicht? Ja, nicht? Quarkwappen-Ei. Ja, dann bist du ab heute Kaulquappe. Okay, dann bist du OG Toasty. Ja. Stimmt. Weißt du, was wir machen? Was? Ich hab voll die gute Idee. Ich hatte auch eine Idee. Erzähl. Ich unterschreibe einfach ein Toastbrot. Genau, das war meine Idee. Das war meine Idee. Nein. Doch. Deine Autogrammkarte ist auf einem, deine Unterschrift auf einem Toastbrot. Ja. Ja, super. Dann läuft es nämlich ab und die Leute wollen immer ein neues. Muffin. Für Autogrammkarten. Mhm. Ja. Weil die heißt der OG Toasty. Wir nehmen einfach ein Toastbrot und unterschreiben damit ihren Namen drauf. Das Gute ist, die Autogrammkarte läuft ab und die müssen sich immer wieder eine neue kaufen. Boah, stell dir mal vor, man könnte die Autogrammkarte dann auch noch essen. Oh, das geht. Du brauchst nur so einen Toaster, der so OG Toasty in den Toast reinbrennt. Ja, richtig. Oh, voll gut. Wo kriegen wir jetzt Toastbrot her? Toastbrot sollte, glaube ich, das geringste Problem sein, ne? Ja, machen wir nachher. Das ist halt echt eine gute Idee. Quietschender. Hast du Zahnspange drin oder was? War ja auch meine Idee. War auch meine Idee, wir hatten die gleiche Idee. Habt ihr den Schwan da oben gesehen? Meine. Was für ein Schwan? Hä? Hä, was haben wir gesehen? Schwan da oben. Was für ein Schwan? Der hat so gequietscht. Ach so. Mahlzeit. Jürgen, warum arbeitest du hier, Alter? Weil mir langweilig ist sonst. Ich hab dem Jamis übrigens eine halbe Million gegeben, ne? Den Jamis? Ja. Warum? Wir haben doch den Bau gecancelt hier vom Café. Vom Juri. Wurde das Geld nicht schon abgegeben? Der Juri kam letztes Mal und hat dem Güffi Geld gegeben für irgendwas. Ach, keine Ahnung, muss ich mal mit Juri quatschen. Eben gerade war er auch schon wieder wild da unten beim Tigerentenclub, ne? Warum? Naja, dann war ja kurz RTW da, ne? Hat uns geholfen, kamen die gleich an. Ja, was war hier los? Was war hier los? Aber du chillst da und sagst du den Tigerhänden-Club, Junge? Kriegst da keine Fresse? Oder sind das Vollaffen? Lass nicht drüber reden. Junge, wir haben dann nur unsere Autos hingestellt. Die kamen einen Tag später und haben dann ihre Fahrzeuge so, direkt kennt vor die unseren gar Autos nicht. Nein! Boah, Junge, fang ja kein Die waren nur einmal unsympathisch direkt. Und ich wurde gestern schon wieder fast hops genommen. Von wem? Von Leuten, die komplett schwarz angezogen sind? Komplett schwarz aussahen. Die liegen da oben alle auf dem Dings. Ne. Doch. Also ja. der
abgeknallt. Dings hier, von dem Kiez so einen da drinnen, ne? Torus. War das mit dem Kiez? Der Typ da hinten ist vom Kiez und der meinte, da ist wieder ein schwarzer Jugula unterwegs und zieht Zivis ab. Ja. Was soll ich machen? Ja, ich sag nur, weil du meinst, dass die das sein können. Kann ja, das bei mir war gestern ein schwarzer Torus mit gelbem Pearl-Effekt drauf. Ah, wo, Digga? Ja, Prost. Ja, ja, Mahlzeit. Also laut Junges A sind das da oben die Typen, die da verletzt liegen, die Leute abziehen. Ja, ich weiß nicht, ich war so gekleidet wie jetzt gerade. Die haben mich gefragt, ob ich Geld habe. Ich habe gesagt, nee. Da. Ja, dann kann's weiter. Was keine Alter. Ahnung. Ja. Wo kriegen wir jetzt ein Toastbrot her, wo wir OG Toasty draufschreiben können als Icon, als Autogrammkarte? Warte mal, ich hab Mad Junk war grad hier, ne? Ich bin heute ein bisschen müde, ja, aber ich hab ja gesagt, wir machen ständig heute, ist da kein Problem. Ah, Salamu alaikum. Mad Junk! Hilfe! Ja, dann muss ich nachher mal in die Küche gucken, ob wir noch Toastbrot da haben. Was? In die Küche musst du? Kannst du mir nachher mal die von den Icons, die Größe geben? Ja, wenn wir da was Geiles haben, damit ich so ein Dings machen kann, Autogrammkarte. Das ist auf jeden Fall eine echt gute Idee. Ach, das kriegen wir schon hin. Boah. Yeah. Oh. Ui, Memo. 100 mal 100, okay, rein. Danke schön. Ich hoffe, dass er da Mittwoch durch den Zoll kommt, Junge. Ja, deshalb will ich ja morgen einmal komplett nochmal Katalog durchgehen. Ja, soweit, da bin ich dabei. Aber nicht, eine halbe Stunde angucken und dann nix, sondern richtig, du Arsch, du. Wenn, dann richtig. Aua. Sonst setze ich alle meine Facebook-Freunde auf dich. Da oben steht ein Helikopter. Boah, es ist so ein Helikopter. Da oben. Da haben doch nicht so viele Helikopter. Bruder, mein Fenster kann ist auf. Kann doch nur komplett. Juri sein, oder nicht? Kann, weiß ich nicht. Oder gibt es noch eine andere Touri-Firma mittlerweile oder sowas? Nee. Aber ich hätte jetzt schon geschossen. Bock auf eine Rundtour, ne? Ich kann mir gehört, der Helikopter da oben bitte. Hä? Der Helikopter. Soll ich klauen? Mila, wir müssen Toastbrot kaufen. Okay. Wo warst du? Warst du kranken? Nee. Ja. Nee. Wie nee? Ja. Vielleicht? Was geht dich das an? Ich darf das. Tut's weh beim Sitzen? Nee. Da habe wohl nur ich das Problem. Kurze Frage, wo hast du das Shirt her? Gefunden auf otto.de. Woher? Kickerwear. Was ist das denn? Klamottenladen. Ah, der ist noch nicht auf. Wann macht der auf? Vielleicht Mittwoch. Vielleicht Mittwoch. Aber nur vielleicht. Kommt auf den Zoll an. Weiß man da schon Preise? Ja, aber die weiß ich gerade nicht auswendig. Muffin, du? Ne, ich weiß gar nichts. Ich weiß. Ne, der Jack aber. Nix. Ich glaub, mehr als 100.000 für einen Teil? Ja. 150? Ja. Boah, ich weiß das gerade ehrlich nicht. Okay. Aber dann weiß ich wenigstens. Aber ist schon auf jeden Fall Designer-Dings, ne, also. Ja, okay. Kostet schon ein bisschen was. Hab da nämlich schon was gesehen, was mich interessiert, aber ich hab noch nicht nachgefragt. So ein NFL-Shirt über so ein Pullover. Ja, ich glaube, der kostet 250. Oder nehm 200. Nehme ich. Aber, ne. Man gönnt sich ja sonst nichts. Richtig. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke, ja. Kein Mahlzeit. Ja, ich hoffe Mittwoch. So ist ein Verbrecher. Fans up in die Je. Für die habt ihr die Route wieder geholt und habt Stress mit den Golfspielern. Nee. Die Route haben wir vor der Bombe. Ja, das ist mir klar. Ja. Aber die Golfspieler, keine Ahnung, die wollten anscheinend bei uns irgendwie rein, weil heute Mittag was passiert ist, keine Ahnung.
Wir haben, glaube ich, einen von denen abgestochen oder so. Wer hat wen abgestochen? Ich habe nicht zugehört, was? Ja, wir haben heute Mittag, glaube ich, einen von denen abgestochen und die wollten dann heute Abend bei uns reinhalten, ne? Ah, so. Anscheinend, ja. Junge, ihr seid auch 24-7 hier und macht Stress irgendwo, ne? Ja, nee, das sind die. Die machen Stress, Junge. Ach so. Ja, ja, klar. Ich kann mir schon vorstellen. Junge, ihr seid wie Muhammad Ali, ihr seid wie Cassius Clay, Alter. Ihr boxt euch andauernd immer in die Spitze. In die Spitze der Nahrungskette, Alter. Also ehrlich, so, die wollen doch die ganze Zeit Leute hochnehmen und alles drauf. Ja, dann kriegen die auf die Fresse. Wenn ich den Bademeister erreiche, schicke ich den sofort dahin. Ja, ja, deswegen haben die auch jetzt gerade einen auf der Fresse bekommen. Dann und packt er wieder seine Schwimmflügel aus. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die das waren, aber. Ja. Schwarzes Auto mit gelbem Pearl. Das werde ich mir angucken gehen. Boros, ja. In Taurus. Und komplettes Nuller-Kennzeichen außer hinten war IL. Wenn ich da hinfahre und die haben einen gelben Pearl, Junge, sobald ich die Jungs erreiche, schicke ich die alle dahin. Ja, jetzt so schnell nachschauen, da ist gerade keiner. Ja, geh gucken. Die sind im Krankenhaus. Hat jemand ein Auto? Sind unsere Autos da noch vorne? Ich überlege noch ein bisschen. Oh, reicht doch. Ich kann da mal vorbeischauen. Du fährst nicht alleine dahin. Aber nicht alleine. Ja, warum nicht? Weil dich kaputt Ich bin super vorsichtig. Weil das gefährlich ist vielleicht. Kann ich vielleicht auf mich aufpassen? Ich glaube nicht. Achso, Curtis, ihr habt das jetzt übrigens mit Faye so gemacht, dass wir erstmal pro Woche immer jedes Bandana-Top einmal. Ja, aber wir haben die schon krass viel verkauft, ne? Wenn ich so gucke. Voll wir viele haben die an. Ja, ja. Warte mal. Denk dran, es hat kein Stangenware. Hallo, ich bin Ausgabe. Ja, hast du mal Zwischenstand auf dem Konto gemacht? Nee. Was sagt das Konto? Ja, wir sind jetzt über 10 Millionen, ne? Ja. Nur durch, eigentlich fast nur durch Bandana-Tops, ne? Wenn es genau ist. Warte mal, wenn der Laden aufmacht, Junge. Ja, und wir hatten einmal Stress, haben 8 Millionen dafür bekommen. 12. 12? 12. Lass mich ja kurz in mein Auto rein. Also, ich weiß von 8. Ich glaube, das waren 12. Warte mal. Hey. Sollen wir eben zum Hafen fahren? Milos? Mhm. Okay, wir kommen gleich wieder. BT, du arbeitest da jetzt hier. Ey, mach den Kratzer rein. Mach Motor an, dann würde. Passt auf euch auf, ne? Oh, so ein Wagen ist auch schick, ne? Hm? Der ist auch schön. Ja. Aber das Auto von Cody ist auch cool. Küss den noch. Boah. Was bist du zickig? Kannst du meinen Hintern küssen, kannst du? Wie viele Treuepunkte kriege ich, wenn ich das mache? Gar keine. Krieg ich dann einen Stempel auf meiner Karte? Dicke Bäckchen für alle! Juhu. Immer Stress, Stress, Stress. Stress, Stress, Stress. Du machst immer Stress. Ich? Ja. Nein. Das ist nicht wahr. Guck mal, ich bin verliebt, nett und cool und schön. Oh mein Gott, wir sind tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter. Kein Problem, hab alles im Griff. War doch lustig, oder nicht? Ja, aber voll lustig. Ja. Du stellst dich immer. Super lustig gewesen. Arschloch. Selber. Ich finde die Hoodies sehr schön, ne? Aber nur einen. Den hier. Mhm.
Ja, dann bin ich mal gespannt, ob Mittwoch die Kentalks ankommen. Abo. Boah, ich glaube, ich zieh die mal, nur wenn mir der T-Shirt nicht gefällt. Da ist doch noch keiner mit rumgerannt. It's only a game. Why you have to be mad? Ja. Aber ich, die Farbe doch, ne? Okay. Oder andere Farbe. Weiß nicht. Ich verstehe auch nicht, warum im Etikett Regenjacke steht. Naja, die. Da muss ich mir aber eine Cap kaufen gehen. Ja. It's only a game. Why you have to be mad? Was für ein 540 Gramm Pulli? Julix, Dankeschön für den Prime-Sub im 2. Und Envy-Lay, danke für den Prime im 9. Und Kulu und Kubi, Dankeschön für den Prime im 16. Und Teddy, danke für den Prime im 20. Und Zinnet, Dankeschön für den Prime im 3. Heute ganz ruhig, ja, heute ruhig. Und Impuls, der Ace, vielen lieben Dank für den Prime im 2. Und Giffy, danke für den Prime im 25. Und Oleg, danke für den Prime im 16. Hallo Sternchen. Würdest du mich eigentlich auch küssen, wenn ich Pampers tragen würde? Mhm. Ja? Ja. Eklig. Ich tag auch manchmal. Ja, ich weiß. Aber über der Hose. Gar nicht. Ich finde, die sind so zart zu dem Popo, weißt du? Maul. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Stimmt, eigentlich mal den Cody gleich fragen, was mit der Security-Ding ist. Security? Ja. 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 Oh, Verfolgungsjagd. Ui. Aufregend. Ich geh mir kurz eine. Oder ziehst dich auch um, ne? Nö. Was gehört? Geht ab. Ja, wir haben 3 neue Caps. Ich finde meine Jacke voll schön. Ja. Jetzt kommen wir wieder zum Cody. Heute ist ein echt Cody. Langweiliger Tag, aber der muss auch mal sein. Oder wo möchtest du hin? Ich wollte vielleicht noch ein bisschen rumfahren. Rumfahren, okay. Ja, bisschen. Ich hab mir nie wirklich alles angeguckt, weißt du? Aber du wohnst doch schon ein Leben lang hier, oder nicht? Ja, aber ich bin trotzdem nicht überall gewesen, sonst würde ich mich ja auch nicht verlaufen. Dann gehen wir heute die Welt entdecken. Oh, pass auf. Warte, mach mal. Ja. Ey? Ja. Wir haben den Kerl, dem das Kennzeichen gehört, ne? Der gelbe, der goldene Torus, ne? Steht der da? Der ist ja, wir sind jetzt in der Yardistot, ja. Wie, der steht bei den Yardis, oder was? Ja, die haben den mitgenommen. Der stand da irgendwie noch. Mira, fahr mal bitte zu den Yardis. Ach ja, Der meinte jetzt halt noch, ja, das war sein Kollege gestern, aber... Ja, ja, aber zu wem gehört stimmt. Der? Er saß nun die ganze Zeit mit. Also ich weiß nicht, der gehört wohl zu den,
angeblich hier, weißt du, hier oben beim, oh Gott, Golfclub da. Seid ihr jetzt bei den Yardies? Ja, ja, wir stehen in der Straße. Ich komm. Ja, ja, bis gleich. Wir haben den Typen eingepackt. Welchen? Die wollten den Muffin überfallen. Hier? Ja. Haben die Kollegen schon gesagt. Geht ab. Hi. Anscheinend schon, ja. Moin, Jungs. Wer wollte dich abziehen? Ja, sein Kollege wohl. So wie ich das jetzt raushöre. Sein Kollege heißt Michael oder Michael, ist gerade im Krankenhaus wegen uns. Ja, die. Also sind die das vom Golf-Dings? Keine Ahnung. Mein Kollege wohnt da auf jeden Fall. Er hat das Auto ja nur seinen Kollegen gegeben, er weiß aber nicht, was die damit gemacht haben. Ja, er saß aber im Auto drin. Also ich saß im Auto, ich weiß, was er sagt, das widerspricht sich halt komplett. Chefchen, ich saß im Auto drin, ich habe doch gesehen, wie die den Typen dann niedergeballert haben. Okay, ich habe mich gefragt, was der Typ gemacht hat. Wohnen deine Kollegen am Golfplatz? Nein, kann ich dir nicht sagen. Aber hey, anscheinend ja schon. Du hast vorhin gesagt, dein Kollege wohnt da. Anscheinend ja schon, der ist da oft unterwegs, ja. Aber okay, auf dem Golfplatz ja, dann, nicht. Dann chillt er da wahrscheinlich. Genau. Dann chillt er da, ja. Top, okay, dann haben wir ja schon mal das, ne, den Standpunkt von dem. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Keine Ahnung, Jungs, ich kann euch nur sagen, ich habe da nichts mit zu tun, Digga. Ich habe da nicht geschossen. Ich habe den Standpunkt gehalten. Hast du eine Waffe dabei? Weiß ich nicht. Die weiß ich nicht. Nein, ja, ich habe gerade keine dabei, ja. Ich habe halt nicht mal Geld für eine Waffe, also. Nicht gerade jedenfalls. Uiuiui. Aha, ja. Ja, ist halt das letzte Geld, so von meinem Konto. Ehre, dankeschön. Ist halt das letzte, was ich hab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir glauben soll oder nicht. Ja, es ist halt gerade ein bisschen, ich bin auch gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich keine Ahnung, ich hab mit den Leuten da eigentlich nie was zu tun. Guck mal, das Ding ist so, in Zukunft weißt du ja, zu was das führt, wenn du irgendwie deinen Kollegen irgendwelche Autos ausleihen willst oder was auch immer. Ja, das bleibt jetzt bei mir. Ich werde das nicht mehr rausgeben. Es tut mir leid. Ja, besser ist es. Und wie gesagt, wenn ich das nochmal... wenn du irgendwann da dabei bist, ne? Ich finde dich und werde dich ficken. Ja, das möchte ich ja nicht. Ja, top. Ja, dann kannst du dich jetzt verpissen. Aber ich verstehe auch nicht, was die vom Golfplatz über so eine Welle schieben, Alter. Ja, keine Ahnung. So. Also du kannst wirklich nicht... Gegen wen wollen die Krieg führen? Gegen ganz Stadt? Anscheinend sind die echt ein bisschen entweder dumm oder lebensmüde. Wie gesagt, Junge, du kannst dich verpissen, wenn du damit nichts zu tun hast. Okay, ja, nimm's mir nicht übel für diese Unanständigkeit. Es tut mir wirklich leid. Ach, vielleicht könnt ihr eine Nummer hinterlassen. Ich rufe euch an, wenn die da sind oder so. Ja, du wirst uns sicherlich anrufen. Ich hab Michael seine Nummer. Ich hab Meister, die sagen gerade, du bist nicht im Auto sitzen geblieben. Du bist auch mit ausgestiegen. Wo soll ich das Auto hinhalten? Ich bin 100% hinten. Wir waren zu zweit im Auto. Zu dritt im Auto. Vorne ist es ein 2. Ist das hinten? Da vorne sind die, die ihr umgeschossen habt. Digga, du willst mir wirklich sagen, dass du die Leute, die mit dir im Auto saßen, ja, wirklich, kennst. Die sind maskiert, die sind, Digga, ich war einfach im Auto mit drin, ne? Die waren maskiert, die haben... Du gehst doch nicht einfach mit irgendwelchen Leuten irgendwie. Das war ja mein Kollege am Fahrer. Ja, der Fahrer war mein Kollege. Es ist so es tut mir so leid, Jungs. Ja, wie gesagt, guck mal, entschuldigt sich so, wie gesagt, wenn ich herausfinde, dass du da mitgeschossen hast oder mit Leute hochgenommen hast, dann werde ich dich picken, ganz einfach. Du kannst dich jetzt verpissen. Okay. Ja, sorry Jungs, haut rein. Haut rein. Ich hoffe, dass ich noch entschuldigen. Stehen am Golfplatz Autos? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Also wie die Jugendlos nicht mehr, ne. Wie jetzt nicht mehr? Ne, die Jugendlos sind gerade immer noch oben auf dem Parkplatz. Aber kleiner Funfact, der eine Revolte, der da oben stand, war ein alter Revolte von uns. Ja, der gehört Logan, ne? Aber nee, Logan hat nicht. Nein, nein, der gehört Deod. Ja, wir haben den Revolter, glaube ich, verkauft bei Alois Allrad. Alois Allrad verkauft. Naja, aber die haben dich ja nicht abgezogen, ne? Mich nicht, ne, ne, ne. Hat dich nicht dieser Taurus mit dem gelben Pearl abgezogen? Ja, die wollten die gestern, wollten. Aber ich... Ja, das ist doch der Typ, der dem Wagen gehört. Ja, richtig. Und habt ihr den ich war gefunden? Halt mit dem Outfit da. Am Kleidungsladen. Wir haben den ja vorhin schon gefunden, aber da war ein bisschen frech. Ach, mit seinem Auto zusammen. Ja, ja. Vorhin war ein bisschen frech, da haben wir ihn mal gezeigt, dass man nicht so mit uns redet. Mal den Michael anrufen und fragen. Hat der Zoll. Ja, aber wenn da keine Autos mehr stehen, dann hängen die nicht am Golfplatz rum, ne?
Ja doch, das ja, stand waren halt mit ihren Autos. Die Autos standen ja, aber vorhin da. Jetzt die sind ja mehr. Vorhin mit den Autos jetzt unterwegs stehen die gewesen gerade. Parkhaus. Da, wo wir die abgeknallt haben. Da stehen jetzt die Autos. Da riecht doch wieder schön nach richtig großer Entschädigungssumme. Ja, bestimmt. Ja. Yeah. So, die haben ja dann fette Anwesen, so ich glaube, die haben schon genug Geld. Ich meine, wenn die Krieg gegen die ganze Stadt führen können, dann haben die auch das Bares dafür, ne? Ja, denke ich schon. Die wissen wahrscheinlich nicht mehr, wie Krieg geschrieben wird. Ja. Ja, mal schauen, ne? Ich glaube, der Slava und Juri sind auch krass daran interessiert, wer den Slava abgezogen haben. Hat. Die haben sich halt echt mit der kompletten Stadt angelegt, so, ne? Also. Ja, das kriegen die jetzt so zu spüren. Die haben auch Omerta abgezogen und so. Und sonst hin. Das Ding ist, wir haben den ja vorhin angehalten und er sagt, ach, das sind die Dullis von gestern, die keine Angst vor Waffen haben. Jo. Junge, der labert so einen Müll, Alter, das kannst du dir gar nicht ausmalen. Entschuldigung. Ja, ich quatsch gleich mal mit dem O'Brien, ich guck mal, wer das ist. Ja, ich werde wahrscheinlich dann gucken, ob die... Ich weiß nicht, ich glaube, die finden ja bei Alice Allrad auch so eine Liste, wa? Keine Ahnung. Wem die Autos verkaufen und so. Was ist das für ein Allrad-Ding? Das ist so ein Gebrauchtwarenhändler von Kiez. Kennst du Alice Allrad nicht? Nee. Mensch. Denk mal, die finden da bestimmt so eine Liste. Bruder, die haben nicht mehr... Egal. Die haben es nicht, glaube ich, sogar mit Dokumenten. Ja. Ey, vor dem muss noch einer. Habt ihr das schon gesagt? War der Typ das nicht vorhin? Warte mal, wir waren doch gerade in Cody's, ne, Curtis? Ja. War da nicht der eine vom Kiez? Keine Ahnung. Der, wo mich Young A genannt hat? Weiß ich nicht. Hm. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ja. Wer ist denn Young A? Irgendein Influencer oder so. Wannabe. Hallo? Hast du euch, ne? Tiefes A bist du, sonst nix. Auch. Ja, wir haben wieder ab. Ich guck mal, dass ich den O'Brien habe. Ja, auch ran. Ich sag dann Bescheid, wer die sind. Ja, also ja, Namen oder so. Alright. Ja, ich bin da mal auch weiter, ne? Ja, und jo, du lachst. Junge, du hängst da irgendwo bei den Tiger hinab, Alter. Ist kein Wunder, dass andere und irgendwelche Leute dich abfacken wollen. Allein Junge, schon, wie du rumrennst, dein Korn groß als weißer Junge. Das, siehst aus. White King Kong, Alter. Malibu Most Wanted! Mit mir ein paar Leute zum Kiez. Ja. Ich wurde noch nie überfallen hier. Ich auch nicht. Und der innerhalb von einer Woche wird der fast zweimal überfallen. Unglücksbringer. Ja, manche Leute sind so. Die haben einfach irgendwie immer Pech, weil, die, also das Ding quasi mit, also so in die Wiege gelegt worden, dass die, halt, die haben dann halt immer Unglück, ne? Und denen passiert dann auch ganz schreckliche Dinge, wie halt auch überfallen zu werden, ne? Und dann, ja, was tut man dann? Also manche Leute haben einfach irgendwie Pech immer. Ja. Machst du Licht an? Caro. Okay, wo... Wo willst du hinfahren? Wir fahren überall. Jetzt aber nicht auf den Berg. Nee. Heute ist Montag, also schon, nicht Dienstag. Aber nee. Also das hier ist eigentlich im Grunde genommen schon ein Berg. Aber ich hatte jetzt nicht vor, so auf dieser... auf die Art und Weise auf den Berg zu fahren wie Dienstag oder Mittwoch oder so. Also, wir sind nur so auf dem Berg, weißt du? Okay. Du hast aber kein Hochzeitskleid hinten im Kofferraum. Ich? Nein. Und den Fahrer, den wir vorhin getroffen haben, den haben wir ja nur durch Zufall getroffen. Jetzt, ich weiß, das mag vielleicht komisch aussehen, aber ich habe nichts gemacht. Was hier? Weiß ich nicht. Also, Ist das gehört? Was? Ist das gehört? Nee. Oh, fahr doch nicht drauf. Warum? Nee, ich
Nicht. Guck doch mal, was da steht. Facility, das ist der Hauptsitz der Hausmeister hier. Oh. Oh oh. Aber die haben uns aufgemacht unten. Ja, haben die? Ja. Ich dachte bestimmt, du bist der Boss. Könnte was sein, ne? Von dem Fass? Aber ich mag nicht gern Boss-Sachen tun, weißt du? Warum? Weil dann hat man Verantwortung und ich will nicht so viel Verantwortung haben, weil ich viel kaputt mache. Ich weiß. Außersehen. Ich weiß. Ja. Hey! Hallo Yoshi, hallo Costa. Ich glaube, ich bin auch manchmal unglücklich. Also nicht unglücklich, aber Unglück. Ich habe Unglück. Unglück. Du bist Mila, der Goofy. Ich bin kein Goofy. Doch. Nein. Doch. Wie kannst du mich mit dem vergleichen, das ist ein Nicht klein Goofy, Kind. Goofy. Goofy. Der Hund von Mickey Mouse. Was macht der? Der hat andauernd Unfälle und so. Oh, ich habe viele Unfälle, ne? Ja, ich ne? weiß. Du bist ja auch einer. Hey! Du sollst es nicht sagen. Nur weil es stimmt. Voll romantisch hier mit dir durch die Pampa zu fahren. Die ist schon ein bisschen Gänsehaut, Walla. Echt? Ja. Schade, dass ich meine Gitarre nicht dabei habe. Weißt du, Mila, du bist wie eine Schwester für mich. Was hast du Nix. Gesagt? Steig aus. Nein. Aus mit dir. Nein. Hey, Bruder, komm aber mal auf den Quark. Puffelchen. Lachenburg. Oh, was geht hier? Ach ne, da war mein Festival. Hm, ich weiß das noch. Hier ist ein Zugböcke. Guck mal, die kannte ich gar nicht. Dabei mag ich Böcken. Und Tunnel. Oh, habe ich dir schon einen richtig schönen Tunnel gezeigt? Nee. Boah, ich kenne einen richtig schönen Tunnel. Ah, hier ist ein Dino. Ich hab mal einen richtig schönen Tunnel gesehen, boah. Wo denn? Oh mein Gott! Was? Nix, alles gut. Das war, boah, das war ein Tunnel. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau. Oh mein Gott. Hier, glaub ich. Was denn? Nix, alles gut. Okay. Hier ist das, nicht Krankenhaus, Gefängnis. Pass auf, das ist ein Mensch. Oh mein Gott! Hallo Mensch! Hallo! Wie geht's? Machst oh du mein da? Gott! Papa, bitte, du hangst an irgendwas. Nur zu meinem Auto laufen. Verdammt, man euch jetzt trifft. Oh mein Gott. Ja, da steht auf. Oh, Bademeister! Ah, Tag. Bademeister, hallo! Mensch, Zufälle gibt's aber auch. Oh, ja, komm mir jetzt nicht mit Zufällen. Ach, hier ihr seid uns gerade denken. Was macht ihr denn hier oben? Ja, was macht ihr hier oben? Rumfahren. Wir haben einen Berg gesucht, wo wir ein bisschen allein sein können. Nein, wir fahren. Ich suche auch gerade einen Berg für Goofy raus wieder. Nicht mit Defini? Nee. Der gibt mir Tipps, der hat auch Erfahrung mit TK. Ja. Es gibt Ärger in der Stadt, ne? Du guckst auch nicht auf deinem Handy, ne? Nee, was soll ich damit? Ich hab dich bestimmt 20 Mal angerufen vorhin. Ach so, ja, ich hab das ausgemacht. Damit du zurückrufst. Ja, du weißt doch, wenn ich Goofy fiste, dann will ich nicht gestört werden. Hey, ich brauch Hilfe. Hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das krieg ich nie wieder aus meinem Raum. Wo fährst du hin? Ich weiß nicht, weg von... Hast du nicht gehört, was der gesagt hat? Ja, ich muss dem da dabei erzählen, was vorhin passiert ist. Achso, ja, okay. Ja, der ruft schon an. Ja, wir sind geradeaus an der Kreuzung. Ja, ich weiß, aber Mila will ja scheinbar, dass der Kontakt abbricht. Ja, oh mein Gott, Mila, wie fährst du Auto? Hä? Was hast du? Ich fand das sachte. Boah,
Ja, die haben vorhin so Affen gescheppert. Ja. Die so komplett in Schwarz umgehen. Dann sind anscheinend so Typen, die alles abziehen. Die wollten nur den Muffin abziehen. Ich will auch hören. Sprech mal lauter, dann muss ich hier auf der Handy zu. Ja, warte. Ja, lass mal irgendwo aussteigen hier. Ja. Irgendwo nach hinfahren. Vorne. Davor. Ich trag die Jacke von Moncler und chill am Meer, yeah. Geil. Was ist meine Jacke? Ich glaube, Mittwoch machen wir auf. Warum hast du eine Knarre in der Hand, Junge? Jetzt siehst du eigentlich schon. Gefährliches Turf hier. Warum rennt ihr bitte so? Oh mein Gott, Alter. Yeah. Ich war Poolparty in Tanaris. Ja. Grüße von Winkel. Aber viel Wüste. Naja, ein bisschen zu viel Loggen vorgegangen. Ich war vorhin mit dem Mila im Verlies, Junge. Da war es richtig. Oh, ja, oh. Wir zum Geschäftlichen. Ruf mal den Jungs an. Die haben vorhin irgendwelche so von einem Golfplatz oder sowas weggeklatscht. Und Golfplatz. Die sind immer komplett schwarz angezogen und rauben alle Zivilisten aus und wollten den Muffin von uns aus dem Kleiderladen schon ein paar Mal abziehen, glaube ich. Ein, zwei Mal. Ja. Ich glaube, die suchen richtig Stress. Ja. Und der Muffin hat jetzt natürlich einen Schock, ne? Und den Schock muss man behandeln lassen. Oh. Das kostet auch wieder Geld. Also müssen wir Max wiederholen und der macht dann wieder 2 Wochen Gang zu. Okay. Ja, die hängen am Golfplatz ab, aber da sind irgendwie keine Autos jetzt mehr. Ja. Ich rufe halt. Dann lösen sie sich ja jetzt schon auf. Ja, Brian hat die aber vorhin festgenommen. Vielleicht könnte er mit dem quatschen, dann kriegt er einen Namen raus. Er gibt uns eh nichts. Meinst du nicht? Nee. Doch. Warte, hab ich kann ja nicht sein, dass die hier den kleinen Muffin überfallen wollen. Und ich bin mir auch ziemlich sehr, was heißt ziemlich sicher, aber ich denke mal, das sind doch die, die Slava ausgerufen haben. Ja, ich glaube, der hat wieder viel um Ohren. Ja, ja, hat er immer. Ja. Muss wieder bei Fatih für Gehaltserhöhung. Okay. Ja, die haben auch gerade irgendwie erzählt, die haben eine Umerta oder so abgezockt, keine Ahnung, wer das ist. Junge. Du bist 2 Tage am Pennen, Alter, du kommst wieder. Auf einmal gibt's eine Tiger in den Club, Gang. Ach, die gibt's schon länger in der East Side. Ach, sind die umgezogen worden? Ja, ja. was machst du mit all den Handys? Nachtschicht! Das waren diese Überbleibsel. Und wir ziehen wahrscheinlich vom Park weg wegen euch Idioten, ne? Warum das denn? Weil ihr nicht die Finger von Autos lassen könnt, die nicht abgeschlossen sind und da Sachen rausklaut. Ich heiße nicht Pinsel. Pinsel ist das. Ich weiß genau, dass ihr das seid. Das hat Max mir nämlich erzählt. Oh, Max ist ein Lügner, der hat eine lange Nase. Das Ding ist halt, wenn ihr irgendwas findet und so, wenn ihr ihre Autos nicht abschließen, ist ja fein, wenn ihr das dann klaut und weiß ich, was du damit macht. Aber wenn wir den Klamottenladen haben und irgendeiner euch sieht mit irgendeiner Klamotte, die ihr irgendwo abgezogen habt, dann sagen die, oh, guck mal, die geben denen einfach unsere Klamotten oder so, ne? Und dann kriegen wir dafür Stress mit denen. Also wir hatten ja auch Sachen von der Bombe, ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hat Max gesagt. Was habt ihr damit gemacht? Eins haben wir verkauft und die anderen. Nein, zwei verrat aber nicht an wen. Ne, ich sag nicht an wen. Und 2 Dinge haben wir gelagert. Ja. Jetzt wollen die Sniper wenn selber die das rauskriegen, dann sagen die, yo, der, ne, wir geben euch das oder so. Weil die das nicht einsehen wollen, dass die wahrscheinlich ein Auto nicht abgeschlossen haben. Ja, weil das Ölaugen sind. Und dann kriegt unser Laden da Stress und einen schlechten Ruf und wir können keinen Klamotten. Ich kann den ganzen Karren auch ins Meer abschleppen, wenn die wollen. Dann sind die auf jeden Fall zu. Wo willst du, Junge, Alter? Laberst du schon wieder, Junge? Hä? Tanner ist die Sonne zu heiß gewesen, oder? Ja. Auch Geld. Ja, die haben auch gerade einen von denen irgendwie eingepackt und mitgenommen und der meinte die ganze Zeit so, ja, es war mein Auto, was da war, wo die den Muffin abziehen wollten, aber ich saß da nur als Beifahrer drin, irgendein Kollege und so, die wollten den abziehen und bla bla. Tut mir leid, Digga, tut mir leid, Jungs, tut mir leid. Okay. Ja, bla bla. Kann man hier so Live-Invader Werbung schalten? U-Life, ja. Echt? Ja. Tausche 8 Millionen Dollar gegen Gold. Hast du noch Geld? Ja, ich habe hab einen Pulli verkauft. Ich habe den Jamis 500.000 gegeben. Wegen der Bar. Weil wir ja den Bau gecancelt haben. Ach ja. Achso, ja, ich glaube, hat Schwabbel nicht das Geld für die Bar? Schwabbel und James. Die haben zusammengelegt. Was machst du da, Mila? Was denn?
trainiert schon mal das für die beiden Schwerter, die sie in der Hand tragen muss nachher. Aber anscheinend machen die Typen über die Welle und machen nur, bauen nur Kacke. Ja, ja, ich rufe noch meinen Cousin an. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Yadis da machen. Keine Ahnung, muss ja nicht. Ich glaube, die haben das ganz gut im Griff. Ja. Die machen doppelt gemoppelt. Hält besser. Und die haben sich die Koksroute vom Bomb geholt, ne? Ach, die Yadis? Die haben den Schnoop entführt. Der Herr muss mir sagen, sollen die sich alle die Routen holen, wie sie wollen. Irgendwann hat mir das gesagt vorhin. Die haben den entführt und dann meinte er, ja, nehmt euch, was ihr wollt. So, wenn ich Flaschenpost kriege und mitkriege, dass das Ding hier nicht läuft, dann hole ich uns alle Routen. Halt's Maul, Junge. Ja, ja, ja. Wir wurden schon angesprochen, ob wir uns die Routen wiederholen können. Das läuft doch nicht. Witze mit der Scheißdrecksroute. Wir haben so viel Geld gemacht. Keine Ahnung, jede Woche einfach 4 Millionen. Ja, aber wenn die Fregel das nicht hinkriegen, dass das Ding dann läuft, dann kriegen sie halt gar nichts. Ach, der Ritschall macht halt schon. Außerdem haben wir keinen Stress mit Bomben. Der Retzmann, wenn der nicht wieder drei Tage auf Speed ist, dann kann er auch nicht gerade hin. Drei Tage auf Speed ist. Ich hab schon gesagt, die sind wie Muhammad Ali, Junge. Die kämpfen sich dreimal so bis an die Spitze der Nahrungskette immer. Na ja. Ja, dann machen die wieder Pause. Dann werden neue Leute rekrutiert. Boah. Ah, Junge. Hey. Kennst du nicht die ganzen alten? Guck mal, es gibt keine alten, ja, die ist alles Neulinge, die man nicht kennt. Ja und? Aber sind cool drauf, die Leute. Ich bin cool drauf. Ich auch. Boah. Lass dich nicht ärgern, Ritzmann. Avo hat mich angerufen. Da klemmt morgen eh wieder die Tür. Avo. Ich glaub schon, oder ich hab den angerufen, ich hab gefettfingert. Götz hat angerufen. Siri, wie ist das Wetter heute? Vater, jetzt noch nicht, später. It's only game. Hallo. Den wir. Was? Oh oh. Mila? Ganze Teams bestürzt ab. Alle fliegen raus gerade. Kubi, Kubi, Dankeschön für den Prime 16. Monat und Envilate, Dankeschön für den Prime 9. und Hukulu. Und Julix, Dankeschön für den Prime und der Server ist auch RIP. Danke für den Prime 2. Monat und Ritzmann, Dankeschön für den bis am 5. hier Schutzgeld, der Herr, Dankeschön. Und Hochleistung, Schiller, Dankeschön für den Wisdom 4. Monat, Stufe 2 sogar. Hier auch der Herr, vielen Dank. Und J21W, Dankeschön für den Prime 17. Johnny spielt tatsächlich noch, aber nicht auf Unity, sondern auf The Bowie. It's only game. Why you have to be mad? Und Chat, wenn wir auf die treffen im RP, hört nicht, die labern nur Scheiße den ganzen Tag. Mann, fuck mich da ab, Alter. Entschuldigung, danke schön für den Prime 9. Heute ist echt der Wurm drin. Heute ist echt der Wurm drin. Ich komme nicht mehr ins Einlogfenster. Oh, wolltest du auch ins RP kommen, Lucky? Also ich bin gerade im Einlogfenster. Nee, keine WoW-Pommes. Das möchte ich vorher schon ein bisschen vorbereiten und so. Oh mein Gott. Oh. Ich hab dein PW gesehen, ist nicht schlimm. Mein PW ist 27 mal Sternchen. Du meinst dich boosten lassen? Ja, das kommt auch noch dazu, Jammer. Aber wir können uns ja nicht komplett boosten lassen, weil Mila muss als Spieler ein bisschen lernen. Und die lernt ja nichts, wenn wir die ganze Zeit im Kloster abhängen und geboostet werden. Da habt ihr eure Mad Monday Chat, da habt dann.
Kein Möhrchen fürs Öhrchen. Itzandria, vielen lieben Dank für den Resub im 17. Monat. Ja, der Server ist, glaube ich, komplett down gegangen. Hau rein, Yoshi. Gute Nacht. Nee, da geht grad gar nichts mehr. Mann, wie kann man denn so viel Langeweile haben? Bitte, Bruder. Ist doch... Es gibt einfach keinen Grund auf dieser Welt, jemanden so auf die Nerven zu gehen. Bitte, Max, nichts mehr, bitte. Es geht ab, Fizzle. Da mag wer Unity-Datei nicht, keine Ahnung. Entspannt anderen Schalmenü. Ja, zu dem Fehler kann er manchmal kommen. Gigi! Oh, scheint wieder zu gehen. Oder nicht? Aber ich habe gerade Mila gefragt wegen Geister. Vielleicht zocken wir gleich ein paar Runden Geister. Weil ich glaube, der Server wird sich heute davon nicht erholen. Das wird jetzt die ganze Zeit so sein. Was soll man sonst machen, Chat, ne? Ja, Geister, Isabella, Phasmophobia. Was passiert? Server wird, glaube ich, gedidost. Du hast zu lange gebraucht, um dich einzuloggen. Oh, Bruder, Alter. Ist Super Seducer 3 schon draußen? Ich weiß das nicht. Ich dachte schon, heute wieder von rechts gepusht wurde. Alter, bei wem denn? Ich push mit Kurt, das ist nicht von rechts. Wir machen ein Klamotten-Ding. Was geht ab, Sojik? Sind überhaupt schon welche im MP? Ja. Ist nicht schon vor lange? Was denn? Mit so Didos-Dins? Weiß ich nicht. Aber so schlimm wie heute war es noch nie. Ach, Jamal, halt die Klappe. Nix wie wir jetzt, Mann. Ruhe. Boah, liegt so gut, Alter. Ach so, so passiert ist der 3. Ist der echt schon so lange draußen? Hab ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Jamar ist süchtig nach World of Warcraft.
Ihr spielt eh das falsche WoW. Du spielst das falsche WoW, Frosty. Du. Schön Retail und alles Kacke. Classic und TBC war der Shit. Und Wrath of the Lich King. Danach ist WoW den Bach runtergegangen. Ja, es gibt so ein Remake von World of Warcraft. Vom ersten Addon. Mann, da komme ich heute schon eine Stunde zu spät, Alter. Hier geht nix. Go Retail, haha. Win Fresh. Ey, Weezy, musst du morgen arbeiten? War das mit Boosten, LG? Mann, ey. Ich bin übrigens gerade das am Angucken. Da. Da muss Weezy ganz schnell los. Ne, das stimmt nicht. Der Weezy hilft uns. Boosten übernimmt die Nachtschicht. Die Nachtschicht macht aber gerade RP. Emre, welches Level bist du? Ihr müsst, eigentlich müsste Güffi jetzt schon 30 sein, oder? Ja, Mann. Hast du schon Mount gekauft, Güffi? Der Güffi spielt einen Warlock. Ach ne, werde noch geboostet, aber. Alle boosten außer ich, weil der Finn kein Gold hat. Mann, ey. Frosty, überred mal den Dirk und dann kommt TBC mitzocken. Wir machen Karasan. Ja, Marvin, was ist da los mit dem Server, Alter? Schon wieder hibbelig. Ach, Timmer, du hast keine Ahnung, den Pain in the Ass, Alter, wie kacke das ist zu leveln. Glaub mir. Vor allem, wenn du das schon 20 Mal gemacht hast. Ich kann den Scheiß nicht mehr sehen. Ne, der wartet auf Classic Fresh. Ja. Was ist los mit dir? Ich bin grumpy heute, weil ich ein bisschen müde bin. Und weil das nicht hier funktioniert. Ja, Tim, aber ich habe das schon 50 Mal gemacht. Ich brauche das Game nicht mehr verstehen. Ich kenne die Scheiße in- und auswendig. Scheiß Lied, Junge, als Maul. Hä, wo ist meine ganz, ganz, ganz alte Playlist? Fluss. Hey. Rin, vielen lieben Dank für den Prime im vierten Monat. Also auf Patchwork booste ich euch im Tausch gegen Adana Teller LG. Bruder, wer zum Teufel zockt auf Patchwork, Alter? Auf einem deutschen Server. Bist du denn des Wahnsinns? Spiel wieder kaputt? Ja, der Server wird angegriffen von... Das muss ich dir mal erklären, was das heißt. Da verdirbt einer oder eine Truppe den ganzen Server den Spaß gerade. Böse Hackermans, böse Script-Kiddies. Ich zock Shami Frosty, aber Allianzseiten drin. Klar, habe ich J. Cole-Album gehört. Ich möchte halt gerne wenigstens noch das RP-Ende spielen, bevor ich irgendwo anders hingehe.
Das ist anstrengend. Warum gehen? Wie meinst du, warum gehen? Naja, das verdirbt dann echt den Spaß. Boah, ich bin froh, dass ich mich mit Peanut heute eingeloggt habe, ehrlich. Spinny of Gehenna, das ist ein englischer. Beziehungsweise internationaler Server. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen Englisch versteht, geht niemals auf einen deutschen Server. Macht das nicht, trust me. Matsche, wir haben einfach nur so eine Fun-Gilde. Wir werden international mit raiden und so in Packs oder vielleicht finden wir auch eine Gilde, sonst ist das egal. Wir machen keine deutsche Gilde selber auf. Wir versuchen, wenn genug Leute da sind, den ersten Content intern zu machen. Karasan ist ja nur 10 Mann. Oh, Server geht, oder? Bitte. Oh. Hab gehört, Curtis macht eine Raid-Gilde auf. Ne, glaub mir, das willst du nicht, Bruder. Jamar, du weißt, wie ich bin. Ich würde da alle zusammenschreien, nur wenn die Scheiße bauen. Ich bin so ein richtiger Schwitzer in dem Spiel. Ich mute einfach. Wer sagt denn, dass du mitkommst, Giffy? Du bist gar nicht im Raid-Kader drin. Ne, ich glaube, wir müssen das abbrechen. Hier tut sich gar nichts. Okay, Mila schreibt, geht wieder. Lerne unser Team kennen. Oh. Da stehe ich. Und da steht Holik. Wo ist Holik eigentlich? Da stehe ich auch. Ich bleib hartnäckig. Machen die schon immer, Kid. Subs sind auch nicht mehr werbefrei, schon lange nicht mehr. Bruder, du willst mich ficken heute, ne?
Hallo Schiefpummel. Der Mixmaster von OG Toasty ist weg. Er ist zurückgekehrt. Was musst du als Advisor machen auf Unity? Rat geben. Wenn das Team sich nicht einig wird oder so, nochmal eine Meinung dazu holen. So ein Gedöns. Kürbis hat sich ja stark verändert. Warum? Ich habe mich nicht verändert. Okay, wir brechen ab. Das macht keinen Sinn mehr. Ich warte jetzt hier nicht eine Stunde, bis ich da das LP dann noch zu Ende spielen kann.